zeigen wir euch den Aufschlag. Beim Aufschlag gibt es unterschiedliche Ausführungen. Der Aufschlag ist der wichtigste Schlag in einem Spiel, da man ihn ohne Einfluss vom Gegner tätigen kann. Man ist selbst verantwortlich für die Qualität seines Aufschlags. Der erste Aufschlag wird gerade geschlagen, damit er eine hohe Fluggeschwindigkeit erreicht und man das Spiel offensiv fortsetzen kann. Man hebt den Schläger immer im Mittelgriff, um den Aufschlag zu tätigen. Man steht schulterbreit hinter der Grundlinie, der linke Fuß zeigt zum rechten Netzposten und der rechte Fuß steht schräg dahinter, parallel zur Grundlinie. Die linke Schulter und der Schlägerkopf zeigen in die Schlagrichtung. Wichtig ist die Pendelbewegung. Beide Arme gehen gleichzeitig nach oben. Der Schlägerarm geht in den Rucksack. Der linke Arm ist gestreckt und zeigt möglichst lang auf den Ball. Dabei geht man in die Knie, um mehr Power aus dem Schlag rauszubekommen. Man drückt sich aus den Beinen raus, streckt den kompletten Körper und trifft den Ball am höchsten Punkt. Nach dem Treffpunkt wird der Schläger am linken Bein vorbeigeführt.